Die Orient Bambino ist für mich die beste erschwingliche Dresswatch mit Manufakturkaliber, die es überhaupt gibt. Die japanische Traditionsmarke Orient ist unter Liebhabern, die ihren Fokus auf mechanische Uhren mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis setzen, sehr, sehr geschätzt. Die Anfänge von Orient reichen bis in das Jahr 1901 zurück, als der Uhrmacher Shogoro Yoshida in Tokio sein Geschäft für den Import und Verkauf von Uhren öffnete. Einige Jahre später begann man mit der Herstellung von Uhrenkomponenten und Uhrengehäusen, bis im Jahr 1950 der Vorgänger der Orient Watch Company gegründet wurde und man mit der Produktion von Armbanduhren begann. Seit 2009 ist Orient Watch eine 100%ige Tochter der Seiko Epson Group. Das Besondere an Orient ist, dass sämtliche Uhrwerke einschließlich der meisten Komponenten in-house produziert werden. Fast alle Uhrwerke werden direkt in Japan hergestellt. Bei Seiko und Citizen ist das schon lange nicht mehr der Fall. Hier setzt man zusätzlich auch auf ausländische Produktionsstandorte. Mit der Bambino in 38 mm ist Orient eine fast perfekte, wohlproportionierte Dresswatch gelungen und hat einige Kritikpunkte ausgemerzt, für die das ursprüngliche Bambino-Modell mit einem Durchmesser von 40,5 mm kritisiert wurde. Zum einen ist diese Gehäusegröße nahezu perfekt auch für kleinere und durchschnittlich große Handgelenke und mit einer reduzierten Bandanstoßbreite von 21 mm auf jetzt 20 mm ist diese Uhr nicht nur in Proportionen her gleich geblieben, nein, auch alternative Aftermarket-Anwender lassen sich nun viel, viel leichter finden, um seiner Bambino einen individuellen Look zu verleihen. Im Video zeige ich euch verschiedene Armbandkombinationen zur Inspiration, denn wir wissen, ein neues Armband verändert den Gesamteindruck der Uhr komplett. Das Edelstahlgehäuse verbindet hochglanzpolierte Flächen wie die schmale Lünette, die leicht nach unten geschwungenen Hörner und die Edelstahlelemente des Glasgehäusebodens mit den gebürsteten, sehr, sehr schmalen Flanken. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von ca. 38 mm, einen Abstand von Bandanstoß zu Bandanstoß von 44 mm und eine Gesamthöhe von 12,5 mm. Damit ist die Bambino nicht ultra flach, was an dem dicken und extrem gewölbten Uhrenglas liegt. Sie ist aber immer noch flach genug, um problemlos unter jede Hemdmanschette zu rutschen. Die Passform ist für mein Handgelenk ideal und sie wirkt optisch auch flacher, als sie eigentlich ist und das liegt an den sehr, sehr schmalen Flanken. Man setzt hier, wie viele japanische Marken in der Preisklasse, auf ein speziell gehärtetes Mineralglas und kein Saphirglas. Und das ist ein Punkt, genauso wie die extreme Wölbung, die man durchaus kontrovers diskutieren kann. Ein Saphirglas ist noch kratzfester, würde die Uhr noch einmal aufwerten, eine breitere Käuferschicht ansprechen, aber sie gleichzeitig auch wieder verteuern. Für eine edle Dresswatch ist dieser zusätzliche Vorteil jedoch nicht unbedingt kriegsentscheidend, da die Uhr eher im Büro und zu feinen Anlässen getragen wird und nicht im harten Outdoor-Einsatz ihren Mann stehen muss. Ein flacheres Glas würde die Höhe der Uhr deutlich reduzieren. Durch die extreme Wölbung entsteht jedoch ein besonderer optischer Effekt, denn es hat den Anschein, dass das am Ende leicht gekurvte Zifferblatt selbst zum Rand hin noch stärker hinabfällt. So entsteht eine raffinierte Wölbung und schöne Lichtspiegelung mit dem zeitlosen klassischen Design und einem Hauch Vintage-Flair. Das feine, verarbeitete silberne Zifferblatt hat einen sehr dezenten Sonnenschliff. Das Wappen des Orient-Logos sowie die polierten Indizes sind appliziert. Die gedruckte Minuterie harmoniert hervorragend mit der Zifferblattgestaltung. Die Ausführung ist makellos. Wenn man einen kleinen Punkt mit Verbesserungsmöglichkeiten sucht, ist es vielleicht die weiße Datumsscheibe. Hier wäre ein identischer Farbton, abgestimmt mit der Zifferblattfarbe, noch schöner. Wenn es auch ein wenig zulasten der Ablesbarkeit gehen könnte, da der Kontrast zwischen reinweiß und dem Schwarz der Datumszahlen eigentlich nicht zu toppen ist. Das abgestufte Datumsfenster ist relativ sparsam ausgeschnitten, was ebenfalls die Ablesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erschwert. Vielleicht wäre es besser gewesen, gleich ganz auf das Datum zu verzichten. Wenn dir das Video bisher gefällt, würde ich mich für ein Like sehr, sehr freuen, denn der Like unterstützt uns Content Creator und zeigt YouTube, dass es sich lohnt, dieses Video auch anderen Uhrenbegeisterten vorzuschlagen. Vielen Dank für euren Support. Das hauseigene automatische Uhrwerk F6724 hat Handaufzug und Sekundenstopp und gilt als grundsolide. Es schlägt mit 3 Hertz und hat eine 40 Stunden Gangreserve. Die Ganggenauigkeit wird mit plus 25 bis minus 15 Sekunden pro Tag angegeben. In der Praxis schlägt sich die Bambino jedoch deutlich besser und zeigt in einigen Lagen auf der Zeitwaage sogar absolute Spitzenwerte. Scheinbar gibt man sich bei der Reglage der Uhrwerke mehr Mühe, als andere Marken mit Uhren im selben Preissegment es tun. Die Krone ist schön griffig, nicht verschraubt und in der perfekten Größe. Sie ist nicht zu groß und auch nicht zu klein. Ein weiteres Detail: auf der Krone wurde das Orient-Wappen graviert.
Die Uhr ist bis 3 bar wasserdicht und das bedeutet nur Spritzwasser geschützt, also kein Baden, Duschen oder Schwimmen. Bei einer edlen Dresswatch ist die Wasserdichtigkeit aber zu vernachlässigen. Für sportliche Aktivitäten ist diese Uhr nicht konzipiert. Ausgeliefert wird die Bambino mit einem schwarzen, matten Kalbslederarmband mit Alligatorprägung und Dornschließe in der passenden und gängigen Breite von 20 mm. Die Verarbeitungsqualität und die Haptik ist der Preisklasse entsprechend gut und der samtige Glanz des Bandes matcht hervorragend mit dem wertigen Gesamteindruck der Uhr und stiehlt den polierten Oberflächen und dem schillernden Ziffernblatt nicht die Show. Insbesondere im Vergleich zu den Lederarmbändern aus dem Mutterkonzern Seiko bei Uhren in der gleichen Preisklasse finde ich die Qualität des Lederarmbandes sogar eine Klasse besser. Ein Kritikpunkt am Armband möchte ich dennoch erwähnen. Empfindliche Nasen werden sich an dem chemischen, beißenden Geruch stören. Ich hoffe, dass dieser Geruch mit der Zeit verfliegen wird. Der Preis der Orient Bambino liegt je nach Version zwischen 230 und 275 Euro. Es gibt keine vergleichbaren Dresswatches mit eigenem Inhouse-Kaliber, die der Bambino das Wasser reichen können. Als Alternative kommen eventuell die älteren Seiko 5 Modelle in Frage. Diese Auslaufmodelle starten bereits ab 150 Euro, sind aber mit einem älteren und etwas in die Jahre kommenden Uhrwerk ausgestattet, was keinen Handaufzug und auch keinen Sekundenstopp hat. Auch wirken die Seiko 5 Modelle sportlicher und nicht so klassisch und filigran wie die Bambino. Orient liefert mit der Bambino ein stimmiges Gesamtpaket für wenig Geld, was wieder einmal beweist, schöne und gleichzeitig gute Uhren müssen nicht unbedingt teuer sein. Und wenn du jetzt noch weitere günstige Uhren kennenlernen möchtest, die Uhrensammler lieben, dann kann ich dir wärmstens das folgende Video empfehlen.